Wir kommen heute zu einer weiteren Folge von Midas Gold Plus. Anlass ist, dass jetzt mit dem Update nicht nur ein neues Event gestartet ist, sondern es auch hier jetzt Haustiere gibt. Und da starte ich mal kurz mit euch rein und schaue mal, wie jetzt das neue Event geschaltet ist und wie eben die Haustiere sich in das Spiel einfügen. So, hier habe ich jetzt natürlich für das neue Event statt Goldmünzen gibt es jetzt eben Bier, wie üblich die blauen Diamanten, die ich dann jetzt hier auch gleich erstmal einsammle soweit. Und hier oben seht ihr schon, das sind die neuen Haustiere. Aber jetzt erstmal hier das Loot eingesammelt. Und ich werde jetzt hier gleich wieder den 10-Stunden-Timer starten, weil ich dann nachher wieder unterwegs bin. Und dann die nächsten 6 Stunden das Spiel in Ruhe da arbeiten kann. Dann hier gibt es wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, weil bis ich hier ein nächstes Upgrade machen kann oder bis sich der nächste Reset lohnt, das dauert noch ein bisschen. Erstmal hier jetzt natürlich wieder die Auto-Skill-Cast enabled, damit es hier soweit weiterläuft. So, als erstes werfe ich mit euch einen Blick auf das neue Event, das Bierfestival an der Stelle. Also ich habe jetzt 176 Bierkrüge, das heißt, es reicht glaube ich nicht für 2. So, also 5 Tickets kann ich auf jeden Fall holen, für die anderen fehlt es noch ein bisschen, das dauert dann noch. Und was hier jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders ist, das eine ist, es gibt hier anscheinend keine Stufen mehr. Das heißt, das geht immer nur Stück für Stück hoch. Ich glaube, das erste hat mit 50 oder 100 Eventpunkten begonnen. Und jetzt habe ich halt aktuell 423 und bei 550 bekomme ich jetzt hier die nächste Belohnung. Das bedeutet auch, dass hier für die Accidents, das heißt mir fehlt noch ein Orb, um dann die nächsten 10% Bonus zu bekommen. Ist auch so gewesen, die letzten Münzen, die ich noch von dem anderen über hatte, sind 1:1 in Bierkrüge umgewandelt worden. Genauso hier seht ihr jetzt den letzten Stand noch. Ich hatte 2 Gems hier schon eingesammelt und die sind 1:1 übernommen worden. Das heißt, es geht direkt in der gleichen Linie weiter. Was sich jetzt ein bisschen geändert hat, sind einmal die Belohnungen. Das heißt, einmal bekomme ich hier jetzt natürlich Event Points. Das lief vorher automatisch, indem ich einfach so nach und nach Fortschritt bekommen habe. Das heißt, die Event Points werden hier eingesammelt. Raid Loot hat sich jetzt nicht geändert, das ist wie gehabt. Was sich verändert hat, ist Event Tickets. Weil bei dem anderen habe ich nur Goldmünzen bekommen. Das heißt, ich brauchte mindestens 3-mal so Goldmünzen, bevor ich dann wieder letztlich 50 von diesen Soldaten, von den Mercenaries irgendwie bekommen konnte. Und damit konnte ich dann wieder 5-mal eben dieses Spiel spielen. Hier ist es jetzt so, ich bekomme 2 bis 3 Event-Tickets. Das heißt, ich bekomme an sich, vorausgesetzt es gelingt mir natürlich, diese Tickets zu bekommen, schon direkt die Möglichkeit, einfach mehrfach zu spielen. Was neu dazugekommen ist aufgrund der Pets, ist, dass man eben jetzt Futter für die Pets bekommt. Der Unterschied dabei ist, vorher gab es hier eher blaue, also diese blauen Diamanten. Die sind dann jetzt hier aus den Belohnungen weggefallen. Ansonsten hier Gems, 3 bis 10 Gems. Achso, das sind die roten, genau. Das ist auch wie gehabt. Und dann natürlich die Crystals, das heißt eben die 5 Crystals, die man braucht, um ein Artefakt zu bekommen oder das Artefakt selber. Das heißt, was auf jeden Fall weggefallen ist, dass man hier anscheinend keine Schwierigkeiten mehr bekommt, wo man auch eins dieser Artefakte freischalten konnte. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, auf der einen Seite ist ein Exploit behoben worden, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, wird das hier sofort abgezogen, während bei dem anderen der Abzug erst war, nachdem so dieser Timer abgelaufen ist, obwohl der Effekt schon wirksam war, je nachdem, wo ich draufgeklickt habe. Das sehen wir jetzt auch, die drehen sich jetzt zwar noch um, aber es ist nicht mehr so lange wie bei dem anderen, bis da dieser Balken losgemacht ist, sondern es ist eine nette Animation. Das heißt, das gefällt mir auch um einiges besser. Ihr seht also, die Tickets werden verfügbar. Von den Kristallen habe ich bisher noch keinen gehabt. Ich habe, glaube ich, so 10 mindestens schon gespielt. Das Ticket habe ich, glaube ich, bisher auch noch nicht erwischt. Aber mal sehen, was wir jetzt die nächsten noch bekommen. Weil Bierkrüge bekomme ich ja hier auf jeden Fall nicht. Was ich auf jeden Fall noch bräuchte, wären ein paar Essen für die Haustiere, weil dann könnte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass ich da das nächste Level erreiche. Aber mal schauen. Einmal noch. Okay, der nächste Milestone. Also ich habe wieder EP-Punkte bekommen. EP ist also auf jeden Fall das häufigste. Von 550 auf 700. Das heißt, da sind jetzt im Moment die Schritte bei 150. Die werden mir nach und nach wahrscheinlich weiterhin größer werden. Aber zumindest habe ich jetzt hier die 30% Bonus schon mal aktiviert. Das heißt, da ist jetzt dann auch der nächste Schritt
Weil im Moment ist es ein bisschen langwierig, weil ich warte jetzt eigentlich drauf, dass ich hier den nächsten mit 3 hoch 74 freischalten kann. Aber es zieht sich, weil eben im Moment wenig Multiplikatoren da sind, um einfach hier diesen Bonus hochzubekommen und schneller Diamanten zu sammeln. Für den Außenposten brauche ich auch nochmal 1 hoch 78. Das heißt, es sind noch einige Zehnerpotenzen zusätzlich, bis ich dorthin komme. Und da ist es ganz schön, dass die Pets einen erheblichen Bonus auf den Diamantenwert geben, weil bisher, also damit zu den Pets, bisher bin ich zwar immer noch hier Level 1, aber bei den Kämpfen bin ich jetzt aktuell vor der zweiten Arena. Das heißt, das ist das zweite Bossmonster und für die erste Arena habe ich bereits 8% Bonuswert für den Diamanten bekommen. Mal sehen, ob es mir jetzt gelingt. Also jetzt natürlich noch nicht, weil bevor ich mein Pet nicht verbessert habe, schaffe ich auf jeden Fall nicht den Kampf dort zu bestehen. Hier sind auf jeden Fall die verschiedenen Möglichkeiten, dass man sich eben die einzelnen Nahrungsmittel für seinen Pet, hier sieht man auch, wie viel XP die jeweils bringen. So, die Fische, das waren das, was ich jetzt zuletzt gekocht habe. Das wird automatisch eingesammelt, also wenn die Zeit abgelaufen ist, steht das Zeug einfach zur Verfügung. Da kann ich das jetzt schon mal füttern und jetzt fehlen mir halt noch 900 XP, um den in einem Level aufzuleveln, weil ich will auch sehen, wie stark sich dann hier die Werte verändern. Deswegen werde ich jetzt gleich noch hier was starten, aber vorher möchte ich nochmal hier bei den Potions was nachkochen. Also ich werde jetzt hier als nächstes den wieder 8 Stunden laufen lassen. Hier ist es einfach so, dass man jeweils für 4 Stunden letztlich einen Potion mehr bekommt. Das heißt, je nachdem, wie lange ihr offline seid oder wie lange ihr nicht am Rechner seid, das entsprechend auszuwählen. Als nächstes werde ich noch ein paar Attack Potions dazu holen. Und soweit ich weiß, sind die der Finish-Prozess. Okay, jetzt habe ich hier natürlich wieder 16. Wenn ich hier mit 1000, das würde auf jeden Fall ausreichen. Genau, da gebe ich jetzt nämlich jetzt einmal die 8 aus, damit ich einfach jetzt mit euch zusammen hier eine Stufe aufsteigen kann. Und okay, von 2 auf 3, das ist jetzt nicht so groß, aber vielleicht reicht es ja trotzdem. So, ansonsten werde ich jetzt hier den 8er wieder starten, damit ich heute Abend das wieder bekomme. Das heißt, auch hier sind die dann, wo es vorhin 8, 16, wahrscheinlich sind das hier dann 24, die das kosten würde. Aber die brauche ich jetzt eh erstmal nicht. Auf jeden Fall ist es wieder 6000, das heißt, anscheinend nehmen die XP nicht explizit zu. Das heißt, man kann recht linear dann die Pets aufleveln. So, hier ist jetzt das, wo die, ja, wie heißen die eigentlich, BP, Battle Points, die Battle Points ausgegeben werden können. Und hier ist es so, wenn ihr euch das anschaut, also das hier ist die Anzahl der Battle Points, die das nächste Level benötigt. Bei dem nächsten Kampf bekomme ich jetzt 10, vorher habt es 2 gegeben, im ersten hat es eher so 1 pro gegeben und 5 für den Boss-Gegner. Ja, hier sind dann auch nochmal die Möglichkeit, dann direkt die Sachen zu erwerben, wenn man da die 4er-Stunden beschleunigt, wenn man zumindest jetzt, solange die halbiert sind. Das ist der gleiche Preis dann im Moment, weil wenn ich das 10 Mal gemacht hätte, hätte ich auch 80 ausgegeben. Hier geht es darum, dass ihr eben, dass das Pet letztlich hier verbessert werden kann. Hier seht ihr ja, wie meine Gesundheit mitsteigt. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich meine Attacken ein bisschen hoch bekomme, damit ich ganz gut bestehen kann, die Defense noch ein bisschen verbessern. So, jetzt habe ich alle Battle-Punkte vergeben und alles auf Level 3. Mal gucken, ob wie gut ich jetzt in der Lage wäre, den Boss zu schaffen. Okay, also er hat nur knapp mehr Schaden als ich, hat aber weniger Gesundheitspunkte. Also mal schauen, ob es schon ausreichen würde. Ansonsten habe ich hier dann jetzt noch die Möglichkeit, tatsächlich einen von den Tränken zu verwenden. Okay, also das war, hat noch nicht ausreicht. Ich probiere es noch einmal so durch. Je nachdem wie der Zufallsfaktor dann greift. Aber das scheint nicht zu reichen. Okay, dann werde ich jetzt noch einmal so ein Damage Receive aktivieren. Nur wenn ich den gewinne, greift das tatsächlich. Aber ihr seht, das passt auf jeden Fall ganz gut. Das heißt, den kriege ich jetzt dieses Mal auf jeden Fall klein und kann damit dann aufsteigen. Wenn ich jetzt trotzdem verlieren würde, trotz Einsatz der Potions, dann würden die zurückerstattet. Zumindest steht es so in der Beschreibung. Und jetzt habe ich 10 weitere Rewards Points und eben ich komme in die nächste Division. Mal gucken, ob ich die ganz regulär besiegen kann. Okay, das sieht nicht so aus. Also bei dem Schaden, den die machen, da bin ich viel zu schnell weg. Gut, das heißt, da komme ich so schnell nicht weiter. Jetzt kann ich hier nochmal die Battle Points ein bisschen verteilen.
Wahrscheinlich ist es Defense noch ein bisschen wichtiger, dass ich da 50% mehr Defense habe. Naja, das bringt halt relativ wenig, aber mal gucken, wie da der Kampf aussieht. Also, okay, 2,8 zu 6,7 und der hat doppelt so viel Gesundheit wie ich. Also das dauert dann noch eine ganze Weile, bis ich da wieder weiterkomme. Dem die erste Runde eigentlich sofort zu schaffen war, also die Bronzestufe 1, dann auch in der Zweierstufe das noch relativ gut war, wird es hier jetzt auf jeden Fall deutlich langsamer. Also die Progression geht da runter, aber immerhin bekomme ich dann auch 3 Battle Points pro Kampf, den ich da gewinne. Ansonsten hier seht ihr, dass sich jetzt mit dem zweiten Boss auch hier weitere 8% für die Diamonds Values ergeben haben. Und das macht aus meiner Sicht schon ziemlich viel aus, weil sonst gibt es hier ziemlich wenig Möglichkeiten, außer eben über die Forschung, wo mit jedem nur 2 Prozentpunkte dazukommen. Und da macht natürlich so ein 8%-Schritt, den ich dann für ein Level bekomme, doch eine ganze Menge aus. Womit es dann hoffentlich möglich ist, auch hier jetzt im späteren Spiel den Progress etwas zu beschleunigen. Dafür werde ich dann jetzt hier auch wieder die Boni nochmal aktivieren. Ihr seht, die sind jetzt so alle so um die 300, während der mittlere, den ich eben für die Knowledge kaum gebrauchen kann, weil die Knowledge einfach viel zu langsam steigt, weil ich bräuchte jetzt 9 hoch 55, um den nächsten Knowledge Research zu machen. Das heißt, das dauert im Moment einfach noch zu lange. Da hoffe ich, dass ich mit dem nächsten Champion dann, dass der wieder einen guten Bonus auf Knowledge Production hat und dann dadurch wieder den nächsten Sprung ermöglicht, dass ich die nächste Forschung dann ganz gut leisten kann. Also soweit für heute mit Bier und Haustieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!